Willkommen zu meinem Let's Play 4-2. Nachdem 4-1 schon so der, ich sag mal, übelste Kracher war, auch bei mir und bei meinen Zuschauern, habe ich ja auch in den Credits da schon erwähnt, dass ich jetzt auch 4-2 LP'n werde. Ich habe es lange angekündigt und jetzt kommt es endlich. Ich bin so ziemlich gespannt, wie das Spiel ist. Ich habe es noch nie in meinem Leben gespielt, vielleicht die ersten 5 Minuten oder so. Das ist aber auch schon etwas länger her. Und ja, auf meinem alten PC ging das leider nicht. Deswegen konnte ich es dann auch nicht schneller let's playen. Genau, wink mal kurz. Und deswegen, ich habe jetzt die TV-Karte und nehme mit der meine Xbox auf. Und jetzt let's play ich es endlich für euch. Und seht mir zu, wie ich schreien werde, wie ich lachen werde, wie ich weinen werde. Habe ich das schon gesagt? Ich glaube schon. Lachen, schreien, weinen, was weiß ich. Auf jeden Fall fange ich jetzt an und ich will euch nicht dicht labern. So. Ich hoffe, das geht jetzt alles so vom Sound her und auch von der Qualität. Denn in Black Ops, das ich ja auch jetzt gerade erst neu angefangen habe, war das ja auch so ein bisschen, mit den Rändern. Hier dürften eigentlich keine Ränder mehr sein. Ich habe gerade schon einen Test hochgeladen. Jo, kann ich überspringen. Das auch. So, falls ihr noch nicht 4-1 von mir gesehen habt, guckt es euch an. Es war einfach ein geiles Let's Play. Es hat mir wahnsinnig Spaß gemacht. Ich habe wirklich schon geschrien und so. Gut, die Soundeinstellungen sind auch wohl. Ne, ich lasse erstmal so. Grafik, ach so, ja, Helligkeit. Na gut, dann neues Spiel. Einzelspieler natürlich. Auf was spiele ich denn? Leicht, normal oder schwer? Leicht, normal, schwer. Ich glaube, ich nehme normal, weil hier mit der Steuerung so. Ja, ich nehme normal. Ach so, Start. Ich weiß noch nicht, weil ich spiele es zum ersten Mal 4-2. Abgezogen, um eine Spezialmission im Gewerbebezirk Auburn teilzunehmen. Ihre neuen Befehle lauten in den privaten Wohnbereich von Genevieve Aristide von der... Ach komm. Auf jeden Fall bin ich echt gespannt, wie das mit der Story auch weitergeht und... Oh Gott, ich will es einfach nur spielen. Ich freue mich schon wahnsinnig drauf jetzt. Vier, zwei, jo, das ist doch Alma, ne? Alma ist das kleine Mädchen auf dem Cover und so. Und im ersten Teil hat sie auch eine ziemlich große Rolle gespielt. Abschnitt 1, Vorwarnung. Au, 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 au. Was ist das? Kann ich rennen oder so? Kann ich schießen? Ja, ich kann hüpfen. Yeah, ich kann hüpfen. Muss ich der folgen? Ich schätze mal schon, ne? Nicht, dass ich da gleich reinspringe und dann krepiere. Ich mach's einfach mal. Yay! Ich hab's überlebt. Wow, wo bin ich? Schön, dich zu sehen, mein Lieber. Scheiße! Setz dich, Red. Oh Vergiss, ich Gott. muss deinen Visor kalibrieren. Kaum erste 5 Minuten und ich erschreck mich. Fertig. Oh. Was wollen die denn von dieser Aristide-Tussi? Keine Ahnung. Hätte ich gerade nicht ausgeatmet, dann wir gehorchen. Eingeatmet, dann hätte ich geschrien, ey. Ohne Scheiß. Oh Gott. In der Armacom Technology Corporation. Sie ist offenbar in ihrem Penthouse gefangen. Wir sollen das Haus sichern und sie in Gewahrsam nehmen. Sicherheitsgewahrsam. Nichts zerstören, auch wenn sie sich wehren. Arsch, ich hau da alles kaputt. Rechnen.
Sie hat offenbar mit dem Blutbad in der Armekram-Einrichtung zu tun. Wie ich sagte, keine Fragen. Sie ist ein wichtiges Ziel und wir sollen Bein. Sie einkassieren. Also werden das wir ja. das tun. Streng nach Lehrbuch und ohne Mätzchen. Bleib locker, Tom. Was kann die Geschäftsfrau schon tun? Eine böse SMS schreiben? Sie ist nicht das Thema. Sandcom glaubt, der Aufsichtsrat von Armekram möchte seine Spuren verwischen. Und dazu könnte gehören, Aristide auszuschalten. Was Fox, geht's? Geh mit Stokes. Keegan kommt mit mir. Manny setzt euch vom Gebäude ab. Also sorry, falls der Ton hier ein bisschen abfuckt, aber da kann ich leider nichts gegen machen. Aber unten ist ja Text, da kann man das ja nachlesen. Sorry dafür, wirklich, sorry dafür. Was? Warum kann ich nicht raus? Jankowski. Scheißdreck, Mann, was ist an der so wichtig? Sollen das doch die Bullen machen. Fien, Alter. Ich bin froh, dass wir nicht in die Armacamp-Zentrale müssen. Die Aufklärungstrupps dort hat's in Stücke gerissen. Der Laden ist außer Kontrolle. So, erstmal ganz kurz, man muss den ersten Teil von 4 gesehen haben, um einige, ich sag mal, Insider-Witze und so von mir zu verstehen. Wie zum Beispiel Modelmasse oder das mit den Kakteen und so. Yay. So. Jetzt bin ich ja echt gespannt. Krieg ich eine Waffe? Ups, ja, kriege ich. Ja, ich wollte nur kurz sagen, ich hatte ja übelste Soundfehler und auch als ich noch weiter hier im Spiel gegangen bin. Aber die Soundfehler wurden jetzt aufs Grobste behoben und es dürfte jetzt nicht mehr so schlimm sein. Brad, Beckett, wie sieht's aus? Alles ruhig, Top. Okay, gehen wir hinein. Der Haupteingang ist offenbar blockiert. Die Türen sind verrammelt. Wir sollten einen anderen Weg suchen. Lass mich rein. Hast du schon probiert? Top. Klopf, jemand hat den Hausmeister auf dem Klo erwischt. Von hinten in den Kopf. In der Lobby in den Kopf schon klar. Einer sicher, der andere wahrscheinlich dem Blut nachzuurteilen. Beeilt euch, Leute. Ein Kaffee bitte. Lass den alten Besser nicht warten. Hallo? Scheiß Bedienung. Gib mir keinen Kaffee. Ja, so. Soll ich erstmal hochgehen, oder? Das sind aber viele Stufen. Ich glaube, das Tor ist zu, Junge. Du willst doch nicht wirklich die Stufen hochlaufen, oder? Klar. Ich lauf aber gerne Stufen. Boah, ich komm nicht mal durch eine Tür. Eine Taschenlampe. Hast lang gebraucht. Benny wow. hat die Aussicht bewundert. Es gibt Ärger. Los jetzt. Und im Tor durch, Beckett. Kriechen. So. Oha. Er fasst noch an. Das ist Ketchup, weißt du? Aber offenbar ist er blockiert. Wow! Ich brauche ein bisschen, um das System zu knacken. Oder geht er lieber zu Fuß? Vergiss es! Wow! Hä? Da ist einer fast verblutet. Yeah. Hol einen Schuss in die Arterie. Die Arterie? Mein Scheiß. Die hat einfach nur verloren und hat ihren Kopf auf den Dingens gehauen. Oder er. Ja. Wir müssen Aristide finden. Jetzt! Richtig. Fox, sichere den Eingang. Red, tu die Treppe. Der Rest kommt mit mir. Die Treppe? Was soll das, Top? Das sind ewig viele Stufen. Aha. Viel Spaß damit. Und? Dann los, Beckett. Beweg dich. Ja. Ich gehe ja schon. Oha. Schon wieder. Keegan, was ist los? WTF. Mist. Du Hurensohn. Verdammt. Ich stütze ihn. Stokes, Beckett, weiter. Die Weste hat viele Kugeln abgefangen, aber eine ging durch. Schlimm? Naja, er überlebt. Das sagen sie alle. Naja. Oh ja, voll die tolle Aussicht, ich meine, ja. Bist du okay, Keegan? Ich glaube, sie haben meine Arterie getroffen. Mann, lass es gut sein.
Ja, mit seinen Arterien. Schöner Blick, was? Auf jeden Fall. In Ordnung, Beckett. Wir sind nur zu zweit. Pass auf, ich zähle auf dich. Mhm. Und achtet auf eure Ziele, Leute. Niemand erschießt Aristide. Mhm. Ja. Aristide, ja. Kontakt. Kontakt, ja, oh ja, Kontakt. Was? Beckett, schnell! Sofort hierher mit euch! Bitch. Alle mal hier! Ich will das Teil auch wegschieben. Ich will die Unterstützung hier haben. Was? Schnell nachladen und dann go. Auf den Balkon! Ist er tot? Ja, der geht noch. Ja, so wie es aussieht. Wow! Sieht gut aus. Ja. Prima, Beckett. Ah, da liegt was. Hallo? Sind Sie da? Es wäre verdammt nochmal besser für Sie. Verflucht, ich sagte, hören Sie auf mich zu nerven. Ich arbeite so schnell ich kann. Ich war hier das ganze verfluchte Wochenende, ohne Klimaanlage und mit Verpflegung aus dem Automaten. Konnte ja schlecht eine Pizza hierher bestellen. Wade ist verrückt geworden. Die Harbinger-Kandidaten werden in Kürze hier sein. Bitte was? Sie sagten, das sei alles reine Theorie. Das war es. Sind Sie völlig bekloppt? Ach ja, klar, natürlich sind Sie das. Legen Sie sich nicht mit mir an, Terry. Wer ist Terry? Ich kenne niemanden, der Terry heißt. Und welcher Trottel würde wohl auf die Idee kommen, einen Klarnamen in einen nicht gesicherten Chat zu verwenden? Beruhigen Sie sich. Ich kenne Sie nicht. Hören Sie auf zu spam, okay? TX, bye. Alalalalal. Ich glaube, ich adde die mal in Skype und spam die dicht, so. So. Ihr seid ja in 4. Ihr seid voll die Coolen. Fühlt ihr euch jetzt cool? Geht hier durch. Ich suche den anderen Eingang. So. Was? Brad, wo steckst du? Treppen steigen. Ja. Das tut mir echt leid. Von ganzem Herzen leid. Ach nee. Hallo? Lebst du noch? Hier gibt's. Bis jetzt habe ich noch keine Kakteen gesehen. Das finde ich schade. Hubschrauber. Oh fuck. Na. Wo sind jetzt die Sachen? Muss ich hier? Ne, da. Aber Leute. Halt. Tsching. Bevor ich da jetzt hingehe, mache ich hier einen Schnitt oder so.